Das Wort, was ich jetzt sage, können Sie wahrscheinlich schon was mit anfangen, aber so richtig tief drin sind Sie wahrscheinlich nicht. VPN, ich habe nachgeschaut, das könnte heißen Versuchsperson. VPN, das war auch mal eine tschechische Partei. Gibt es nicht mehr seit 1992, aber VPN, damit meinen wir das eigentliche richtige Wort, Virtual Private Network. Und das ist etwas, was wir immer mehr brauchen. Als das Internet begann, ja, da gab es keine Hacker und da gab es keine bösen Menschen, da hat man einfach Daten übertragen im Internet und die waren unverschlüsselt. Warum sollte man sie verschlüsseln, wenn es keine bösen Menschen gab? Aber heute geht das nicht mehr. Heute werden Spionageakte gemacht. Heute versucht man, Firmen auszuspionieren. Und deshalb muss man eine sichere Verbindung von einem Client, der unterwegs ist, mobil ist, zu dem Firmenrechner zum Beispiel. Das ist eine der größten Anwendungen von VPN schaffen. Und wir können da jetzt mal ein bisschen nachfragen. Und zwar haben wir einen Spezialisten aus Rapperswil, aus der Schweiz, hier in Skype. Hoffentlich klappt es diesmal besser als im letzten Mal, als der Sohn des Erfinder, des Computererfinders, dem die Kamera vorher abgeraucht ist. So, Herr Professor Steffen, Sie sind Spezialist. Sie sind Professor in Rapperswil und Sie beschäftigen sich schon lange mit VPN. Ja, ich unterrichte im Studiengang Informatik, Internetsicherheit und an meinem Institut beschäftigen wir uns vor mit Netzwerksicherheit und VPN ist schon seit 10 Jahren ein Thema bei uns. Also wenn man in den Foren so reinschaut, hier beim iPhone zum Beispiel und sich ein bisschen interessiert für die Technologie, findet man nicht allzu viel über VPN, obwohl hier ein sogenannter VPN-Client eingebaut ist. Und dieser VPN-Client, Sie haben das bei mir im Vorgespräch gesagt, ist ein bisschen veraltet. Warum? Ja, es ist so, die erste Generation der VPN-Anwendung, die war so Größenordnung 1999. Und das ist auch das, was Sie auf den Handys finden, also Android, iPhone. Und es hat jetzt aber einen Generationenwechsel gegeben. Das neue Protokoll, zweite Generation, wurde größer mit 2005 fertig und hat wesentliche Vorteile, ist robuster, schneller, hat aber jetzt eben gewisse Zeit gebraucht, bis es wirklich in den Produkten erschienen ist. Windows 7 zum Beispiel hat diesen neuen IPsec-Client. Und wir in Rapperswil haben jetzt auf der Basis des neuen Standards eine Open-Source-Software entwickelt, die heißt StrongSwan, starker Schwan, und die steht zur freien Verfügung und kann eben auch auf Handys installiert werden. Das ist eine neue Version, die Sie vor allen Dingen für die Androids gemacht haben? Also ursprünglich für Linux, aber weil natürlich Android ein Linux-Derivat ist, ja, haben wir jetzt dieses Jahr auf das Android-Handy portiert. Das Ganze ist Open Source, kostenlos, man kann das runterladen. Genau, ja. Können Sie mal schnell die Adresse sagen, von wo man da drankommt? Also die Projektseite heißt www.strongswan.org und ist dort verfügbar. Mit sehr vielen Informationen und Konfigurationsanleitungen. Was ist denn nun mit dem alten Client, den ich zum Beispiel hier in dem iPhone drin habe? Muss man den wegwerfen? Muss man den erneuern? Nein, der ist durchaus in Ordnung, sobald eben eine IPsec draufsteht, nicht nur Layer 2 Tunnel-Protokoll oder das ganz ominöse PPTP von Microsoft. Das ist eigentlich in Ordnung. Auch erfahrungsgemäß ist es nicht einfach, eine Verbindung herzustellen mit dem Router zu Hause oder in der Firma. Und deshalb hat man hier nachbessert und das Neue ist einfach wesentlich einfacher zu bedienen und aufzusetzen. Das IPsec ist sicher, das IPsec ist Cisco-Derivat, ein Cisco-Produkt? Nein, oder das ist ein offener Standard. Das ist ein offener Standard. Ist ein offener Standard, ja? Ja. Das wird häufig auf den Geräten wird quasi das Produkt von Cisco eingesetzt. Ja, ja. Also hier, wenn ich hier bei dem iPhone auf IPsec gehe, dann sagt er mir Cisco. Ja, genau, weil mit einem Logo. Die haben das eingebaut. Aha. Auch auf dem PC bei uns in der Hochschule haben wir auch eine Cisco-Anwendung. Jetzt neu ab dem Herbstsemester werden wir jetzt auch StrongSwan anbieten für die Studenten, die jetzt mit Windows 7 oder mit Linux sich einloggen möchten. Ja.
So, wir sagten ja schon, wofür braucht man so etwas? Man braucht sowas firmenintern natürlich, um eben die neugierigen Menschen draußen zu halten. Man muss, wenn ein Vertreter unterwegs ist, der ruft seine Daten, meinetwegen ein Versicherungsvertreter, der ruft seine Daten ab in der Zentrale, das soll ja kein anderer mitbekommen, so etwas. Das kann man sich gar nicht leisten, dass man da eindringen könnte. Wie sicher ist denn so ein IPsec-Standard? Das sage ich. Technologisch gesehen absolut sicher. Also Sie brauchen hunderte von Jahren, um den Schlüssel knacken zu können, um hier reinzugehen. Also da gibt es keine, sobald der IPsec draufsteht, gibt es da keine Sicherheitslücken. Probleme. Nun haben Sie bestimmt was in der Hand. Irgendwie sagten Sie mir, Sie hätten so ein Android-Smartphone da. Ja, können Sie uns da was zeigen? Mal gucken, ob das über diese Kamera auch geht. Ich kann das mal zeigen. Also das ist so der... Aha, jetzt brauchen wir ein bisschen Zeit, bis wir uns hier, ein bisschen höher. Höher, ja. So, ja. Das ist der Bildschirm, ja. Die Hauptseite, und jetzt hat es hier eine App, das ist quasi wie eine normale App, welche die Schnittstelle zum IPsec herstellt, dass eben im Betriebssystem läuft. Aha. Und ich kann jetzt hier mal draufdrücken, und jetzt kommt hier das Menü auf, Add VPN. Und unten habe ich schon eine StrongZone-Anwendung, habe ich jetzt konfiguriert, hier an der Hochschule zu unserem Router. Was ist das, ein Bild, eine Kamera oder was sehe ich da unten? Nee. Unten, das spiegelt wahrscheinlich irgendwie vom Fenster, wo der Zürichsee ist. Ja. Also Sie arbeiten nur noch mit diesem VPN, Sie machen normales Internet gar nicht mehr, ne? Also wenn Sie eine Verbindung zu Ihrer Hochschule machen. Ja, ich meine, das ist einfach, ich muss wirklich nur Connect. Ja. Drücken und dann geht es eine Sekunde. Mhm. Ah, da muss man das Passwort eingeben. Ist aber absolut sicher, weil der Server hat schon eine Verschlüsselung aufgebaut. Ja. Der Server weist sich auch mit dem Zertifikat aus, dass hier das nicht am falschen Ort landet. Ich gebe das Passwort hier rein, das heißt, jetzt glaube ich gerade Test. Und dann mache ich dann und da kann ich hier Connect drücken. Und nun, dann bin ich verbunden. So. Nun sagten Sie mir vorhin, es ist noch nicht in den Betriebssystemen so richtig implementiert. Das kommt bei der nächsten Generation der Handys, wird das sein. Bei Windows 7 ist es schon drin. Ja, genau. Es ist im Moment, wenn einer diese App benutzen will, noch so ein kleiner Ingenieur notwendig, der sich auskennt mit Netzwerken und weiß, was er da eingeben soll und muss. Später wird das sehr viel einfacher werden. Muss man da wirkliche Kenntnisse haben? Also es ist so, wenn jemand sich mit zum Beispiel mit dem Linux-Betriebssystem auskennt, dann kann er das mit Hilfe unserer Anleitung kann er das bauen, ja. Und jetzt noch einmal die Adresse, das ist der strenge Schwan, also StrongSwan. Ja. .org. Org. Also wenn Zuschauer das schaffen, dann sind es kleine Ingenieure, wie wir gehört haben. Dann schreiben Sie uns doch einfach einmal, war gar nicht so schwer. Oder aber ich sitze immer noch davor und versuche es. Vielen Dank in die Schweiz. Ja, bitte. Gern geschehen.